Yo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Du weißt, dass ich nebenbei Apps suche, wo man passiv Einkommen generieren kann. Unter anderem eben Apps wie BnB Pick, Dogepick, DronPick oder die Ton King, Ton Pick und so weiter. Da gibt es ganz viele verschiedene Variationen, wo man nichts zahlen muss und stündlich claimen kann. Das ist das eine, mit dem man passiv verdienen kann. Du weißt, die Downline baut man am besten mit dem ClickBeeBot auf, um Leute eben in seine Downline zu bekommen, Prozente zu verdienen. Und wenn man dann, wie zum Beispiel jetzt hier bei DronPick ist, kann man dann einmal, wenn man 15 Tronics erreicht hat, auszahlen. Am Tag in der Regel kann man da durchaus auch mehrfach auszahlen. Ja, und das Geld schicke ich dann am liebsten auf OKX. OKX ist zwar jetzt nicht die liebste zentrale Kryptobörse, die ich nutze, das ist ganz klar Bitget, aber wenn es eben um Earnings geht, also um passives Verdienen, wo man eben sein Geld einfach nur parken kann und sozusagen einmal am Tag dann beziehungsweise nach umtauschen, wann man will, also man kann jederzeit beim flexiblen Staken wieder verkaufen und hat dann eben die Möglichkeit, diese Kohle mitzunehmen. Ja, in dem Fall sehen wir zum Beispiel, gibt es gerade 20% für USDT. USDT wird eben verliehen, das ist ein Kryptowährungspaar, wenn einer zum Beispiel Bitcoin im Future-Modus handeln will, auf fallende Kurse, also Short oder steigende Kurse, Long gehen will, dann leiht er sich immer einen Anteil aus von der Bank, in dem Fall von OKX, und du selbst kannst partizipieren, dass andere eben traden können, dass eben alles flutscht. Ja, stell dir vor, das wäre jetzt wie in einem Puff, ja, und dass es immer schön flutscht, braucht man eben viel Gleitgel, und alles, was du machst, ist eben Gleitgel zur Verfügung stellen, dass andere arbeiten können. Im Endeffekt ganz praktisch, auch hier ist es ähnlich so. Warum sage ich Gleitgel? Naja, es ist Liquidität. Im Endeffekt flutscht es halt wirklich nur, wenn USDT da sind. Und gerade jetzt, weil so viel getradet wird, weil erhöhter Liquiditätsbedarf ist, machen dann eben die Anbieter, sprich OKX in dem Fall, höhere, bessere Angebote, in dem Fall 20%. Ja, wir gehen jetzt aufs Portfolio. Und wir sehen jetzt, ich habe jetzt nebenbei schon ein bisschen was verdient, zum Beispiel Dogecoin. Jetzt wollen wir das natürlich konverten. Wir machen jetzt alles in USDT. Das hat zwei Vorteile. Ein großer Vorteil ist eben, wenn jetzt zum Beispiel Doge, der brutal gestiegen ist, wieder einbricht, dann habe ich keinen Nachteil, was USDT ist ja ein Stablecoin, da bleibt immer ungefähr so stark wie der US-Dollar. Jetzt gerade derzeit, nachdem Trump Präsident geworden ist, ist der US-Dollar auch relativ stark geworden, was ich ziemlich cool finde. Ja, und dann tauschen wir, das kostet jetzt hier auch nichts. Da haben wir jetzt Ton, das ist vom Ton Realm. Auch das tauschen wir jetzt um und konverten das ebenfalls in USDT. Das kostet auch nichts, wie hier angezeigt wird. Irgendwo stand es mal, meine ich, hätte ich gesehen. Fear. Da oben steht Fee, also zu Deutsch Gebühr, 0 Euro. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Und wenn wir dann eben alles getauscht haben, dann können wir das dann eben auch anlegen. Und einmal am Tag, nee, also einmal am Tag würde dann der Betrag, wie ich dir gleich zeigen werde, gutgeschrieben werden. Allerdings erst, wenn man dann später seine Dollar wieder einlösen will, bekommt man es dann wirklich gut geschrieben. Ne? Ich zeige dir das gleich mal. Tauschen wir erst noch alles ab. Jetzt gehen wir Litecoin. All das passives Einkommen durch die App, ohne nur einen Cent direkt in diese Apps investiert zu haben. Das alles ist möglich. Und ich bin jetzt in Südamerika. Ich lerne hier auch immer wieder Leute kennen, die eben ab und zu auch mal ein bisschen was verdienen wollen. Und denen zeige ich dann auch so Apps wie zum Beispiel DronKing, wo man eben nebenbei wirklich verdienen kann. Und ich sage immer, zahl bloß kein Geld ein. Ja, es geht, aber zahl bloß nichts ein, weil du willst was verdienen. Und ich mag das nicht, Leute, die grundsätzlich auch wenig Geld zu haben, nachher noch irgendwie zu sagen, ja, hier, guck mal, da kannst du was verdienen. Ja, viele würden es vielleicht machen, weil sie dann Leute in die Downline kriegen und mehr verdienen. Ich finde es moralisch gesehen absolute unterstes Niveau, deswegen kommt sowas für mich nicht in Frage. Und die Leute freuen sich natürlich dann, wenn sie am Ende des Monats 10 Dollar extra haben oder noch mehr. Je nachdem, wenn sie sich hochleveln, kann man dann natürlich auch mehr rausholen. Ja, das, wie gesagt, ist die eine Strategie, hier quasi USDT wachsen zu lassen und dann eben
parallel mitzunehmen. Wie gesagt, der eine Vorteil ist hier ganz klar, dass man bei USDT ein Stablecoin hat. Und der Punkt 2, wo ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist eben, was ich aber prinzipiell schon am Eingang erwähnt habe, dass man eben hier gute Prozente mitnehmen kann und jederzeit verkaufen kann. So, jetzt haben wir 519,98 Euro. Jetzt sehen wir, okay, alles ist hier jetzt schon in USDT. Wenn wir da jetzt draufklicken, unten müssen wir auf Earn klicken und dann sehen wir USDT, das steht 20, da klicken wir jetzt drauf. Und dann sehen wir jetzt, okay, wir haben die Möglichkeit hier Earning Term, da steht Flexible. Das bedeutet, ich könnte jederzeit verkaufen. Und das ist richtig wichtig, weil oftmals ist es bei Staking so, dass man zum Beispiel für 7 Tage, einen Monat, für ein Jahr staken muss oder darf, hat aber in der Zeit keine Möglichkeit zu verkaufen. Das hat natürlich dann den Nachteil, dass man hier eben zwar Prozente bekommt, aber keine Liquidität hat. Du kennst ja, ne, dieses Dreieck mit Liquidität ist wichtig, hohe Renditen wollen wir und die Risiken wollen wir gering halten. Aber was bringt es, wenn du Rendite bekommst, aber keine Liquidität hast? Hier ist es flexibel und USDT bekommt man nach Einlösung, also wenn du dein Geld hier wieder eben umtauschen willst, beziehungsweise vom Earn rausholen willst und zusätzlich bekommst du noch Daily, also täglich die AVAX-Token, gucken wir uns das noch an. Und dann sehen wir hier unten, irgendwo habe ich es gesehen, bei Portfolio meine ich, steht jetzt hier schon AVAX, AVAX, da kriegst du auch was gut geschrieben. Und zwar täglich, in dem Fall schon 3 Cent. Und ja, ansonsten, wenn wir jetzt uns das angucken, bei Earn habe ich jetzt auch schon hier oben, wenn ich draufklicke, 26 Cent bekommen. Ja, also das mache ich jetzt seit 2-3 Tagen. Im Durchschnitt, seitdem ich das mache, gibt es 16,96%. Es gab schon weniger, jetzt gerade ein bisschen mehr bei 20%. Und wenn ich jetzt auf Earn More klicke, dann kann ich das restliche Geld in dem Fall jetzt auch noch anlegen. Und zwar sind das eben das, was wir eben getauscht haben, 32,39 Euro. Ja, und wie gesagt, ich bekomme dann, sobald ich das umtausche, recht schnell eben die USDT plus das, was ich verdient habe, in dem Fall die 26 Cent. Und zusätzlich gibt es dann eben noch die AVAX on top. Die kann man dann übrigens auch wieder anlegen. Da gibt es dann 3 Prozent, meine ich. Ich gucke gleich nochmal, was man dann doppelt verdienen kann. Ja, wir gehen jetzt gerade nochmal ganz kurz zurück. Irgendwo habe ich es gesehen und zwar bei AVAX 5,58%, ja. Also wie gesagt, wenn wir das jetzt hier uns mal anschauen als Beispiel, dass ich jetzt im Schnitt 16% verdiene, also so 16, jetzt sind es schon 17,14, weil du hast ja hier öfter angelegt, jetzt zum Beispiel mal für 15, da ist es mal für 72, für 91 und diese 32 gibt es jetzt gerade eben für ungefähr 20%, deswegen ist jetzt der Durchschnittswert bei 17,14. Und das heißt, wenn ich jetzt 1.000 Euro anlege, in einem Jahr würde ich dann 170 Euro ungefähr bekommen. Das kann sich natürlich immer variieren. Wenn es jetzt einen super Bullrun gibt, das heißt noch höhere Volumen zustande kommen, dann würde logischerweise der USDT oder die zu erwartende Jahresrendite noch höher werden. Und das ist natürlich Weltklasse. Umgekehrt, wenn jetzt der Markt vielleicht einbricht und die Leute sich nicht mehr so richtig zu trauen, zu traden, dann gibt es halt vielleicht nur noch jährliche Prozente von 5%, kann sein. Also 5% ist wahrscheinlich schon mega schwach, aber im Vergleich zu dem, was man bei einer Bank bekommt, immer noch überragend gut. Also, was mache ich hier in dem Fall? Geld von Apps passiv verdienen durch die Downline, wo man kein eigenes Geld investieren muss. Zahle da jeden Tag, alle paar Tage Geld aus, das kommt auf OKX und das Geld tausche ich um in USDT und das lasse ich dann für mich arbeiten. In dem Fall, wenn ich jetzt 527 Euro hätte, sagen wir mal 500, abgerundet wären es 85 Euro im Jahr, ist ein kleiner Betrag, aber rechnen es mal hoch, bei 1000 wären es jetzt 170 Euro, was du verdienst, wären es 10.000 Euro, was du da drin hättest, würdest du im Jahr schon 1.700 verdienen. Und wenn du 100.000 hast, eben schon 17.000. Und da in Südamerika, wo ich bin, kannst du sogar schon für 17.000 im Monat leben. Also, Entschuldigung, im Jahr leben. Also, wie gesagt, das sind so Strategien. Und du siehst, mit Krypto hat man viele Möglichkeiten. Und, wie gesagt, du kannst alles schnell umtauschen. Es sei denn, du bist bei über 20.000 Euro. Das sehen wir hier. Klicken da nochmal drauf. Und dann würde das eben dauern bis zu, wenn man bei Earn More klickt,
up to 20.000 USDT daily, dann kriegst du es sofort zurück, das wird sofort umgetauscht und ab 20.000 USDT müsstest du bis zu 24 Stunden warten. Aber wie gesagt, das ist ein Luxusproblem. Wer so viel Geld hat, der kann auch warten. Das ist, denke ich, da kein Problem. Ja, zumal, wenn du jetzt 100.000 drauf hättest, könntest du ja heute 20.000 instant holen, morgen 20.000 instant und so weiter und so fort. Also, das soll es gewesen sein. Macht mega Spaß zu gucken, wie alles wächst und wie man passiv mitverdient durch den Kryptoboom. Solltest du da noch Fragen haben, komm gerne rein in die Gruppe Finanzfüchsle, Kryptowährung und Trading. Das ist eben für all diejenigen, die Bock haben, was auf die Beine zu stellen. Bist herzlich eingeladen. Bis dahin, willkommen. Tschüss.